Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu Falcon Age. Wir machen weiter. Und zwar mit der letzten Folge die Raffinerie Uda eingenommen. Rechts unten da auf der Karte. Genau. Oh Gott. Geht weg. Nicht schon wieder. Nee, lass uns zufrieden. Und zwar haben wir hier auf der Karte so eine Mission da in Blau. Aber erstmal müssen wir meinen Falken zurückrufen. Nee, weil ich glaube, eine Abkürzung gab es, glaube ich, nicht. Oder? Vögelchen? Da. So. Nein, von da oben kam wir. Abkürzung gibt's nicht. Wir müssen leider wieder zurück durch das Minenfeld. Wir müssen hier leider wieder zurück. Boah, nicht berühren, nicht berühren, ey. Holy shit. Man sieht halt nicht wirklich, wie viel Abstand man zu was hat, ne? Jawohl. Die Hütte hatten wir, glaube ich, mitgenommen, ja. Dann machen wir einmal kurz speichern. Das könnte aber auch die Mission sein von der Frau, die ihren Werkzeugtasche verloren hat. Dann schauen wir mal, was sie da irgendwo dran finden. Da! Könnte doch sein. Wo hänge ich denn jetzt? Ah! Wir haben den Werkzeugbeutel gefunden. Sehr cool. Dir, schnapp ihn dir! Greif an! Jawohl! Fleisch! Das soll ein Fuchs sein. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Für einen Fuchs. Na, dann geht's wieder zurück in die Stadt. Wir können auch wieder was anbauen. Wir haben jetzt was Neues gekriegt. Dann wird das mal kurz wieder an. Was war das da? Der Kürbis. Hauen wir gleich nochmal an.
Ach, das war ja, glaube ich, die, ne? Willkommen zurück und du hast meinen Beutel, vielen Dank. Wenn du sonst noch hängende Beutel findest, dann darfst du sie mir gerne bringen. Aha. Ich bin froh, dass meine Tochter so geschickt ist. Alles klar. Aber wir hätten ja dann noch einen, und zwar wäre das das Kaninchenfleisch, was wir besorgen müssten. Das können wir verkaufen. Das. Ein Spezialgegenstand, befestige ihn am Vogel. Was macht er damit? Wenn wir ihm das geben? Alles klar. Wie viel Geld haben wir jetzt? 860. Können wir bei dem schon was anderes kaufen? Wir könnten ihm zwar solche Schmucksachen oder so kaufen, aber das bringt halt gar nichts, ne? Das bringt halt nur dieses Aussehen, aber wir brauchen das Geld, ne? Also. Na, mag man Vögelchen nicht trinken? Keine Lust? Ja, dann gehen wir mal zurück und mal das Kaninchenfleisch besorgen. Ich hoffe, dass der Vogel jetzt nicht angegriffen wird, wenn wir hier mal schnell durchflitzen. Weil der Lebensbalken ist ja noch fast so gut wie voll. Und wenn sie gerade lang gehen, würde ich sagen, holen wir noch die Ziegen hier. Sind die Ziegen? Da. Hol sie dir! Hol dir die Ziege! Schnapp sie dir! Perfekt. Einmal Ziegenfleisch. Perfekt. Das brauchen wir halt jetzt alles. Ganz dringend. Das ganze Fleisch, das ganze Obst und so. Weil die nächste Raffinerie, muss ich sagen, die ist echt nicht ohne. Ja, wo buddelst du dich hier hinter? Das weiß ich doch. Los, raus da. Jawohl. Fleisch. Die nächste Äxte müsste hier irgendwo sein, da ist sie. So, schnapp sie dir, greif an, hol sie dir. Nein! Perfekt. Echsenfleisch. Das brauchen wir. Diese Koffer hier im Boden, die können wir erst später ausgraben, wenn wir die Krallen da haben. Aber jetzt gehen wir erstmal Hasenfleisch für den besorgen.
Ja. Perfekt, rote Paprika. Können wir hier noch mal schnell was abnehmen? Zack. Da oben haben wir noch eine Tasche. Perfekt. Und die Hasen kriegen wir jetzt hier. Das ist schon das erste Opfer. Dick gibt sich natürlich ein. Schnappen wir! Jawohl. Kaninchenfleisch. Aber ich würde sagen, wir besorgen uns noch ein bisschen mehr Kaninchenfleisch. Je mehr wir haben, desto besser. Weil wir brauchen es selber ja auch noch. Genau, da rennt noch eins. Schmeiß runter. Danke. So, was haben wir hier noch? Zack, zack, zack. Zweimal grüne Früchte. Zweimal grüne Frucht, so rum. Haben wir hier noch so? Scheint doch, hier haben wir noch ein Haus. Passt. Perfekt. Jetzt können wir zu dem wieder zurückgehen. Der ist da in der Stadt. Können wir zu dem wieder zurückgehen. Habe ich noch eine gesehen, ich wollte gerade sagen. Wir sind die im Nachgang jetzt schon wieder nachgespawnt. Okay. Ah, jetzt haben wir sie gekriegt. Die rote Paprika. So. Gehen wir wieder zurück in die Stadt und bringen ihm das Kaninchenfleisch, was er haben möchte. Ist ja schon wieder nachgespawnt, ey. Ich erinnere mich nicht dran, dass ich beim ersten Mal durchspielen, dass es so schnell nachgespawnt ist. Okay, rote Paprika. Wir reden noch nicht mit Tantchen. Wie gesagt, wir gehen erstmal zurück. Hasenfleisch wegbringen und dann. Nein! Wieder am Boden vergraben. Kusch, 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 kusch. Jawohl. Verpellt sie ihn. Perfekt. Dann hätten wir wieder Echsenfleisch. Einmal kurz ranrufen. Das hätten wir vorhin, glaube ich, auch machen sollen.
Weil die Roboter da vor der Stadt, die schießen nämlich wieder mit den Bolzen. Und nach einer Weile kann der halt dann nicht mehr fliegen. Da rechts und links diese Geschütze. Da ist mir das Risiko jetzt ein bisschen zu hoch. Mal kurz speichern. Wir hatten eine Tasche gefunden. Zählt die auch schon? Da ist unser Freund, der Hasenfleisch möchte. Mensch, du hast Fleisch für mich, ausgezeichnet. Ich möchte dir das hier geben. Das ist ein Gemüse, das hier früher mal wuchs. Ich habe versucht, es zu züchten, aber es hat nicht geklappt. Was ich mehr so der Kaninchenflüsterer, aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Es gab Rübe. Rübe haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Das passt. So, schauen wir mal. Ist nachgespawnt. Rübe. Pflanzen wir die gleich mal ein. So, das ist Kürbis. Wie gesagt, die Pflanzen da muss man echt halt so ein bisschen muss man halt anbauen und auch ein bisschen dann so abwarten. So, während ich denn hier aufs Gemüse warte, bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Falcon Edge. Wenn euch meine Unterhaltung, die ich euch biete, gefällt, dann könnt ihr gerne mich abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wie gesagt, bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal bei Falcon Edge und dann geht es hier weiter.